Wie wirkt sich der Klimawandel in Deutschland aus? Welche Anpassungsmaßnahmen können die Risiken verringern? Und wo müssen wir dringend handeln? Für diese Fragen arbeiten Expertinnen und Experten aus 25 Bundesbehörden und Institutionen zusammen. Die Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland identifiziert 5 betroffene Systeme. Natürliche Systeme und Ressourcen wie Boden, Wasser, Arten und Ökosysteme. Naturnutzende Wirtschaftssysteme wie Fischerei, Land- und Forstwirtschaft. Infrastrukturen und Gebäude wie Anlagen und Verkehrswege. Naturferne Wirtschaftssysteme wie Produktion, Handel, Dienstleistungen. Sowie Menschen und soziale Systeme. Dazu zählen auch Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Analysiert werden auch die Wechselwirkungen der Systeme. Die Schäden wirken sich dabei wie bei einem Dominoeffekt von bereits heute stark belasteten Ökosystemen wie Böden, Wäldern und Gewässern hin zum Menschen und seiner Gesundheit aus. Zum Beispiel bei der Wirkung von zunehmender Hitze und Trockenheit. Trockene Böden werden leichter vom Wind abgetragen. Auch die Fruchtbarkeit der Böden sinkt. Das führt zu geringeren landwirtschaftlichen Erträgen. In der Forstwirtschaft führen Trockenheit und Dürre zu stärkerem Schädlingsbefall und häufigeren Waldbränden. Das wiederum führt dazu, dass weniger Holz als Baumaterial zur Verfügung steht. Auch die Menschen leiden unter der Hitze. Ein weiteres Beispiel ist Starkregen. Durch den Klimawandel kommt es zu häufigerem Starkregen und damit zu mehr Bodenerosion, Sturzfluten und Überschwemmungen. In der Landwirtschaft kommt es zu Ernteausfällen. Infrastrukturen und Gebäude werden zerstört. Das beeinträchtigt auch Produktion und Handel. Menschen verlieren ihr Hab und Gut oder gar ihr Leben. Allen Klimaveränderungen liegt eines zugrunde: der weltweite Temperaturanstieg. Gleichzeitig wirkt der Anstieg auch in allen Systemen. Ökosysteme verändern sich. Kältebedürftige Arten wandern ab oder sterben aus. Beispielsweise verschwinden in der südlichen Nordsee der Kabeljau und in der südlichen Ostsee der Hering. Das hat auch Auswirkungen auf Fischerei und Tourismus. In wärmeren Gewässern vermehren sich auch Blaualgen und gesundheitsgefährdende Bakterien leichter. Die Klimawirkungs- und Risikoanalyse identifiziert und beurteilt auch Anpassungsmaßnahmen und ihre Dringlichkeit. In allen Systemen können die Risiken am besten durch sofortiges Handeln reduziert werden. Die Anpassungsmaßnahmen brauchen oft sehr lange, um wirksam zu werden, meistens mehrere Jahrzehnte. Der größte und dringlichste Handlungsbedarf besteht für die natürlichen Systeme. Klimabedingte Veränderungen können hier oft nur schwer oder gar nicht rückgängig gemacht werden. Gleichzeitig sind Anpassungen hier nur begrenzt, schwierig oder gar nicht möglich. Neben konsequentem Klimaschutz muss hier deshalb auch der Nutzungsdruck reduziert werden. Bei schonender Landnutzung zum Beispiel wird der Boden bei Starkregen nicht weggerissen. Er kann das Wasser aufsaugen und bei Trockenheit wieder an die Pflanzen abgeben. Wir müssen jetzt handeln, um die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zu schützen.